Wir beginnen unsere Bibelstunde im Namen Jesu und ich möchte Sie an diesem Abend ganz, ganz herzlich begrüßen und erinnere Sie an die Tageslosung mit dem Wort aus Jesaja 61, der Herr hat mich gesandt, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Und dazu gestellt, der Engel sprach zu Maria, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Herzlich willkommen zur Bibelstunde. Auch heute Abend wieder ein herzliches Willkommen an die, die tatsächlich real da sind und ein herzliches Willkommen und Verbundenseinszeichen an die, die mit uns verbunden sind über den Livestream. Wir freuen uns, dass das so auch an diesem Abend möglich ist. Wir wollen gemeinsam diese Bibelstunde haben, miteinander singen, beten, Gottes Wort in die Mitte stellen und haben im Anschluss an die Bibelstunde auch die Möglichkeit unserer Mahlfeier. Und es sei denen im Livestream gesagt, ja, wir bleiben auf Sendung und Sie können gerne vor Ort dann auch Ihre ganz persönliche Mahlfeier an unsere mit dranhängen. Sie werden irgendwo zu Hause ein Stück Brot und einen Schluck Traubensaft oder Wein finden und mit denen, die da sind, mit uns gemeinsam dann gerne dieses Abendmahl feiern. Das schon mal zur Vorankündigung. Jetzt wollen wir natürlich miteinander singen und wollen noch Ihnen sagen, haben Sie entdeckt, wir haben wieder Liederbücher. Ja, wir dürfen das. Und das nehmen wir alles in Anspruch, was wir dürfen. Und deswegen gilt auch hier, manche freuen sich über ein Liederbuch, andere freuen sich, dass es auch noch an die Wand projiziert wird. Manche freuen sich im Liederbuch, weil sie dann tatsächlich autark sind, selber lesen können und nicht abhängig sind davon, ob es auch weitergeklickt wird. Manche sind auch dankbar darüber, dass sie wieder einen Notensatz vor sich haben, denn das war ja keine schlechte Erfindung bei so einem Liederbuch. Man konnte und durfte auch eine andere Stimme singen. Also wie auch immer, schön, dass es auch wieder Bücher gibt. Und wenn es grüne Lieder gibt, dann dürfen wir es auch ansagen. Also egal, ob Projektion oder Buch, wir singen gemeinsam aus dem Lied Nummer 86 diese 5 Strophen, der Herr, mein Hirte. Thank you.
Ein paar Informationen für heute und die kommenden Tage, für heute Abend. Der Hinweis für die, die erstmals hier im Rahmen unserer Bibelstunde dabei sind, bitte denken Sie dran, Ihren Namen auf dieses Blatt zu schreiben, das Sie vorgefunden haben. Sollten wir Ihre Daten noch nicht besitzen, dann brauchen wir auch Adresse und Telefonnummer. Ansonsten reicht der Name am Ausgang abgeben. Herzlichen Dank auch, dass Sie diese Erinnerung zum 1171. Mal ertragen. Dann natürlich auch ein Blick in die vor uns liegenden Tage. Wir als La Höhe-Gemeinde freuen uns sehr auf das vor uns liegende Wochenende. Wir haben an diesem Wochenende ja unsere Gemeinde Freizeit unter dem Thema gemeinsam leben, zusammen sein ist unser Schatz. Ganz, ganz viele von Ihnen haben sich angemeldet. Wunderbar, sehr, sehr schön. Wir versuchen das alles ganz wunderbar zu organisieren. Und es gilt natürlich unsere Bitte an die sich noch nicht angemeldet haben, aber doch als Tagesgäste ohne Mahlzeiten teilweise oder wie auch immer vorhaben, dran teilzunehmen, täte uns einfach gut. Je klarer wir ungefähr abschätzen können, wer da auftaucht, desto besser ist es für uns in diesen Zeiten, das alles auch richtig gut organisiert zu bekommen. Wir haben ja so mehr oder weniger drei Gruppen. Das eine Gruppe sind die Gäste, die zur Gemeindefreizeit kommen mit Übernachtung. Das zweite sind die Gäste, die nicht übernachten, aber essen. Und das dritte Gruppe sind die, die da sind, aber nichts essen. So, und diese drei Gruppen müssen wir schön sauber hinkriegen. Und für die erste Gruppe unserer übernachtenden und essenden Gäste und die zweite Gruppe, die essenden Gäste, gilt natürlich klar die 3G-Variante. Das heißt, sie müssen mit irgendwas hier auftauchen, was G-mäßig gilt. Und dann haben wir das auch entsprechenden Ordnungen gut erfüllt. Und die hier sind, aber nicht essen, die brauchen auch kein G mitbringen. Also für diese Zeit ist das wichtig, dass wir da Klarheit kriegen. Alle Gemeindeveranstaltungen ohne 3G. Ganz wichtige Grundsatzentscheidung, an der wir fröhlich und zuversichtlich festhalten. Für unsere Livestream-Community ist wichtig, dass wir auf Sendung sind am Samstagvormittag um 10 Uhr mit der Bibelarbeit und am Samstagnachmittag ab 16.30 Uhr für unseren Gemeindeinformationsteil und die anschließende Abendmahlsfeier, die im Rahmen der Gemeindefreizeit ebenfalls geplant ist. Dann haben wir am kommenden Sonntag natürlich Gottesdienst. Da wollen wir zum einen Abschluss unserer Gemeindefreizeit feiern, zum anderen haben wir Erntedankfest und zum dritten haben wir die Einführung unseres Jugendpastors, Tobias Knapp. Und von daher wird das ein besonderer Sonntag. Nehmen Sie einfach die Stunden frei. Wir wissen nicht genau, wie viele wir brauchen. Nein, keine Sorge. Wir werden miteinander Gottesdienst feiern, Erntedankfest und Gemeindefreizeit und Einführung des Jugendpastors und werden unserem Gott dafür die Ehre geben. Dann haben wir am kommenden Dienstag Seniorenkreis mit Abendmahlsfeier zum Thema Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Und dann haben wir heute in einer Woche Bibelstunde. Norbert Rose wird die Bibelstunde halten. Er gibt uns weiter durch das Buch der Sprüche, zuverlässige Worte der Wahrheit. So steht es über der Bibelarbeit am kommenden Mittwoch in unserer Bibelstunde. Und es gilt wieder um 19.10 Uhr haben wir davor die Zeit des Gebetes in Gruppenraum 3. Und rechtzeitig zum Monatswechsel gibt es auch die neuen Gemeindemitteilungen für den Oktober. Auch die dürfen Sie gerne sich im Anschluss mitnehmen. Dann sind Sie schon richtig gut im Rückblick und Ausblick informiert über das, was so dran ist und was dran war. Bevor wir von den großen Schlusskapiteln des Buches Nehemia einen Ausschnitt lesen aus Nehemia 12, wollen wir noch einmal gemeinsam singen, Lied Nummer 37 aufschlagen. Jesus, du des Lebens, Herr, wir wollen hören, was du sagst. Thank you.
Ja, wie schon angekündigt, macht Andreas Schäfer heute Fortsetzung mit der Nehemia-Denkschrift, den fünften Teil, unter der Überschrift Gedenke mir's, mein Gott. Und ich lese aus Nehemia 12 die Verse 27 bis 43. Und bei der Einweihung der Mauer von Jerusalem holte man die Leviten aus allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit man die Einweihung mit Freuden feiern könnte und mit Lobliedern und mit Gesang, mit Zimbeln, Harfen und Zithern. Da versammelten sich die Söhne der Sänger sowohl aus dem Kreis und der Umgebung von Jerusalem als auch aus den Gehöften der Nephophatiter, sowie aus Bet Gilgal und aus dem Gebiet von Geba und Asmavet, denn die Sänger hatten sich in der Umgebung von Jerusalem Gehöfte gebaut. Und die Priester und die Leviten reinigten sich, und sie reinigten das Volk und die Tore und die Mauer. Und ich ließ die Obersten von Juda oben auf die Mauer steigen. Und ich stellte zwei große Dankchöre und Festzüge auf. Der eine zog nach rechts, oben auf der Mauer, zum Aschentor hin. Und hinter ihnen her gingen Hoschaja und die Hälfte der Obersten von Juda, und Asaja, Esra und Meschulam, Juda und Benjamin und Schemaja und Jeremia, sodann einige von den Söhnen der Priester mit Trompeten, Sechaja, der Sohn Jonathans, des Sohnes Schemajas, des Sohnes Matanjas, des Sohnes Michajas, des Sohnes Sakurs, des Sohnes Asafs, und seine Brüder Schemaja und Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel und Juda, Hanani mit den Musikinstrumenten Davids, des Mannes Gottes. Esra aber, der Schriftgelehrte, ging vor ihnen her. Und sie zogen zum Quelltor hin und stiegen geradeaus auf den Stufen zur Stadt Davids und auf dem Aufgang zur inneren Mauer hinauf und oberhalb vom Hause Davids entlang und bis an das Wassertor im Osten. Und der zweite Dankchor zog zur entgegengesetzten Seite und ich hinter ihm her mit der anderen Hälfte der Oberen des Volkes oben auf der Mauer über dem Ofenturm und bis an die breite Mauer. Über das Ephraim-Tor und über das Jeschana-Tor, über das Fischtor mit dem Turm Hananel und dem Turm Mea bis an das Schaftor und sie blieben beim Wachttor stehen. Und die beiden Dankchöre stellten sich am Haus Gottes auf, ebenso ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir. Und die Priester Eliakim, Masea, Miyamin, Michaja, Elionei, Sechaja, Hanania und mit Trompeten. Und Masea und Shemaja und Eleasa und Usi und Johanan und Malkia und Elam und Esa. Dann ließen sich die Sänger unter der Leitung von Jischachja hören. Und sie schlachteten an diesem Tag große Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt, und auch die Frauen und die Kinder freuten sich. Und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Ich bete. Vater im Himmel, hab Dank für diesen Abend, den du uns schenkst. Danke für dein Wort, das du uns gibst. Für die große Freude, die wir darin lesen dürfen. Danke, dass du heute Abend zu uns reden willst. Lass dein Wort in uns wirken. Schenk, dass wir uns ansprechen lassen von dir, ganz bewusst auf dich hören, alles zur Seite schieben, was uns ablenken möchte. Hab Dank für jeden Einzelnen, der jetzt hier unter uns ist und auch für die, die im Livestream mit uns verbunden sind. Und schenke Andrea Schäfer Vollmacht und Freude, und Kraft, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben willst. Danke für deine große Liebe, Güte und Treue. Danke für deine Geduld, die du mit uns hast. Danke, dass du uns führst und leitest in unserem Leben. Amen. Was für ein außergewöhnlicher Tag. Können Sie das vorstellen? Diese Dankchöre auf der Mauer von Jerusalem. Allein, dass das jetzt möglich war. Es wäre undenkbar gewesen vorher.
Man hätte immer hochkrabbeln, runterkrabbeln müssen. Immer wo da gerade eben die Mauer noch da war oder wo sie unterbrochen war und die Tore waren ja nicht da. Und jetzt konnte man sowas machen. Man konnte da die ganze Ratsherrenschaft da oben hinstellen und die Trompetenchöre und die Sänger. Und dann hat man da das aufgeteilt und dann konnten die losmarschen. Und das, was für uns, herzlichen Dank, fast zungenbrecherisch ist, die Aufzählung aller Namen, aller Orte, das macht das für die damals unglaublich lebendig, plastisch. Das sind wie Fotografien. Denn mit jedem dieser Namen taucht natürlich ein Gesicht auf und eine Erfahrung und ein Wissen auf. Und die stehen da, lesen Nehemia und denken, ja, der absolute Wahnsinn. Chanukka, Einweihung der Mauer. Es wird besonders vor gereinigt und geheiligt und es finden Opferfeste statt und man kann die Freude weit hören. Es ist ein riesengroßes Dankspektakel über dieser Stadt. Der lebendige Gott hat uns über die Maßen reich gesegnet. Und das war ja jetzt keine Metropole wie Berlin oder sonst was. Das heißt, wenn diese Dankchöre da losgelaufen sind, dann haben da sich gegenseitig die musikalischen Welten getroffen und irgendwann trafen die beiden Chöre aufeinander und dann waren wir an einem gemeinsamen Ziel angekommen. Was für ein Tag, was für ein Tag. Gott hat es richtig, richtig, richtig gut mit ihnen gemeint. Und natürlich, das war handgreiflich, das war jetzt anders als vorher. Das konnte man sehen. Man wusste ein vor dem Mauerbau oder der Mauerrenovierung und ein danach. Das war ein Unterschied. Das heißt, der Glaube, den sie da zum Ausdruck bringen konnten, der hatte Gestalt bekommen. Tatsächlich. Man konnte eben vorher nicht über die Mauer laufen. Jetzt konnte man's. Man konnte vorher keinen Dankgottesdienst abhalten. Jetzt konnte man's. Und man hat angeknüpft, haben wir die Formulierung gelesen, deswegen diese langen Geschlechterfolgen. Man musste ja bei den Geschlechtern bei einem landen. Man musste zum Beispiel bei Asaf landen. Man musste bei Jesaja landen, weil das war aus dieser David-Tradition. Das heißt, man hat angeknüpft an die Hochzeiten des auserwählten Volkes Israel, an die davidische Tradition. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder. Jetzt ist wieder gut. Unser Glaube an den lebendigen Gott, an den Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, hat durch die Güte und Freundlichkeit unseres Gottes Gestalt angenommen in unserem normalen, alltäglichen Umfeld und Leben. Das ist es. Der Glaube wurde insofern sichtbar. Er hatte ein Gesicht bekommen, wie man ebenso lebte. Es ist ja überraschend im Buch Nehemia, bei aller Unübersichtlichkeit, dass die Mauer in Anführungszeichen ja schon textlich relativ lange fertig ist. Ich will Sie damit jetzt nicht nerven, aber die Mauer fertig war schon in Kapitel 6. Da heißt es in Vers 15, und die Mauer wurde fertig. Kapitel 6, 15. Jetzt sind wir in Kapitel 12. Man fragt sich, hallo, was gibt es noch zu berichten? Wenn die Mauer fertig ist, wird sie eingeweiht. Und jetzt nimmt ja Esra, Nehemia uns mit und haben zwischen dem Spannungsbogen von Mauer ist fertig, Mauer wird eingeweiht, ja eine ganze Reihe von Textpartien mit eingefügt, die wir quasi zur Kenntnis zu nehmen haben, bevor wir endlich beim Fest ankommen. Um damit einen Bogen deutlich zu machen, einen Bogen, der zum Ausdruck bringt, diese ganze Zeit hinein einer äußeren Renovierungsaktion gab es eine innere Erneuerung und Renovierung. In dieser Zeit sind viele, viele, viele gute Sachen gelaufen, die uns die Kapitel 7, 8, 9, 10, 11 eben berichten. Das sind die Kapitel, die wir so teilweise ein bisschen durchschritten haben. Wir haben das ja gemacht mit der Lesung zur Zeit des Esra. Wir waren mit am Laubhüttenfest. Wir haben gesehen, dass tatsächlich es zu einer ganz besonderen Zeit der Erneuerung, der Gestaltwerdung, der Wiederbelebung des Glaubens kam. Das ist ja etwas, was man nicht anschalten kann, was man nicht einfach nur so durchziehen kann, so was einem gegeben, was einem geschenkt wird und wo man mit drin sein darf, im persönlichen Leben, im Leben einer Gruppe, im Leben einer Gemeinde, dass lebendige Gott tatsächlich dem Glauben Gestalt gibt, dass die Lebensvollzüge, der Alltag, die Prinzipien sich immer mehr sichtbar bestimmen lassen von dem, was Gott will. Man konnte auf der Mauer von Jerusalem jetzt seine Runde drehen. Und das wurde gefeiert. Und da drin gehörte eben die Teilnahme an den Festen dazu,
Das Bußgebet des Volkes, dazu gehörte eben auch diese Festlegung in der neuen eidlichen Verpflichtung, Kapitel 10. Dazu gehörte das Umzugskapitel, Kapitel 11, dass eine ganze Reihe von Personen auch aus dem levitischen Bereich aufgefordert wurden, umzuziehen in die Stadt hinein. Dazu gehören wieder neue Listen von Priestern und Leviten, die in den Dienst sich hineinnehmen lassen. Das alles sind Zeichen dessen, was da in dieser Zeit geschehen ist. Gott achtet das nicht gering und wir achten es auch nicht gering. Füreinander und auch in unserem eigenen Leben, wenn der lebendige Gott uns solche Gestaltwerdungszeichen unseres Glaubens schenkt, dass man wieder ein bisschen über die Mauer laufen kann, an einer bestimmten Stelle, dass man wieder sagen kann, ja, mein Gott, jetzt ist wieder gut, jetzt ist wieder so, wie es sein sollte. Und ich kann sogar anknüpfen an David und Asaf. Jetzt ist wieder gut. Und das darf man feiern. Und sich daran freuen, wo der Glaube in uns wieder oder vermehrt oder erneut Gestalt angenommen hat. Mit dem Mauerbau ist ein starkes Bild. Mit den Zwischenkapiteln wird es geistlich verdichtet. In der Festteilnahme, in der Wortlesung, im Gebet, in dem Bekenntnis und Eid und in dem Umzugskapitel wird das eingepackt. Inzwischen fertig ist die Mauer und gefeiert wird Chanukka, die Einweihung der Mauer. Gott hat eine wunderbare Erneuerung und Gestaltwerdung geschenkt. Er hat ihnen eine große Freude gemacht. Gut, wenn das so ist. Gut, wenn in unserem Leben solche Gestaltwerdung da ist. Wunderbar. Aber Sie ahnen schon, so wie ich das jetzt ins Finale reinbringe, wir müssen jetzt noch ein Kapitel noch lesen. Wir haben das 12. jetzt gehabt. Ja, richtig. Aber wir müssen und wollen und sollen auch noch einen ganz wichtigen Blick, bevor wir Esra Nehemia abschließen, auf das 13. Kapitel legen. Und da hören wir ab Vers 4 etwas, was uns jetzt erst einmal ein wenig irritiert. Es heißt nämlich, und es hatte einst, 13,4 fortfolgende, und es hatte einst der Priester Eliaschib, der über die Kammern bestellt war am Haus unseres Gottes, ein Verwandter des Tobia, diesem eine große Kammer gegeben, in die man früher die Speisopfer gelegt hatte, den Weihrauch, die Geräte und den Zehnten von Getreide, Wein und Öl, die Gebühr für Leviten, Sänger und Torhüter, dazu die Abgaben für die Priester. Aber bei alledem war ich, Nehemia, nicht in Jerusalem. Denn im 32. Jahr des Hasters des Königs von Babel war ich zum König gereist und hatte erst nach längerer Zeit den König gebeten, dass er mich wiederziehen ließe. Und als ich nach Jerusalem kam, merkte ich, dass es Unrecht war, was Eliaschib für Tobia getan hatte, als er ihm eine Kammer im Vorhof des Hauses Gottes gab. Und es verdroß mich sehr. Und ich warf allen Hausrat des Tobia hinaus vor die Kammer. Und ich befahl, dass sie die Kammer reinigten. Und ich brachte wieder hinein, was zum Hause Gottes gehörte, Speisopfer und Weihrauch. Und ich erfuhr, dass die Anteil der Leviten nicht eingegangen waren. Und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst ausrichten sollten, fortgegangen waren an jeder auf sein Land. Da schalt ich die Ratsherren und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte zurück und stellte sie wieder in ihren Dienst. Da brachte ganz Juda den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammern. Und ich bestellte über die Vorräte den Priester Schelemja und Zadok, den Schreiber, und von den Leviten Pedaja und ihnen zu Hamtanan, den Sohn Zakurs, des Sohnes Matanjas, denn sie galten als zuverlässig. Und ihnen wurde befohlen, ihren Brüdern auszuteilen. Gedenke, mein Gott, um dessen Willen an mich und lösche nicht aus, was ich in Treue am Hause meines Gottes und für den Dienst in ihm getan habe. Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tag, als sie die Nahrung verkauften. Es wohnten auch Tyrer dort, die brachten Fische und allerlei Waren und verkauften sie am Sabbat den Leuten in Juda und in Jerusalem.
Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut, und entheiligt den Sabbattag. Taten das nicht auch eure Väter? Und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt, und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt. Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen. Und ich befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem. Ein- oder zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Wer das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen, die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Mein Gott, gedenke auch um dessen Willen an mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Und die Hälfte ihrer Kinder sprach aschdodisch oder in der Sprache eines der anderen Völker, aber jüdisch konnten sie nicht sprechen. Und ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott: Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen. Hat nicht Salomo, der König von Israel, gerade damit gesündigt? Und es war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich. Und er war seinem Gott lieb, und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Dennoch verleiteten ihn die ausländischen Frauen zur Sünde. Und von euch muss man das hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut und unserem Gott die Treue brecht damit, dass ihr euch ausländische Frauen nehmt. Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliaschibs, des hohen Priesters, war der Schwiegersohn des Horoniters Sanballat, aber ich jagte ihn von mir. Gedenke ihrer, mein Gott, dass sie das Priestertum befleckt und den Bund des Priestertums unter Leviten gebrochen haben. So reinigte ich sie von allem Ausländischen und ordnete die Ämter der Priester und Leviten für einen jeden nach seinem Dienst und die Lieferung von Brennholz zu bestimmten Zeiten und die Abgabe der Erstlinge. Gedenke mir's, mein Gott, zum Besten. Ach, so hätten sie nicht aufgehört. Sie hätten natürlich mit Chanukka aufgehört, mit so einem Dankchor, dem großen Halleluja aus Nehemia 12. Das wär's doch gewesen, nicht wahr? Das wär's gewesen. Und jetzt das. Ist das nicht fast schade? Sind sie auch ein bisschen schockiert? Hätten sie das erwartet? Nein? Hätten Sie nicht erwartet? Bitte seien Sie nicht beleidigt, aber dann sind Sie naiv. Dann sind Sie naiv. Kennen Sie sich nicht? Entschuldigung. Wissen Sie, was ich sagen will? Sie wissen, was ich sagen will. Wir sehen, hier ist eine zeitgeschichtliche Zäsur. Nehemia war da, Nehemia war weg, Nehemia kommt wieder. Wie viele Jahre dazwischen ist? Historische Spekulation. Aber es ist eine Zäsur. Es sind Jahre gelaufen und das Thema lautet, wie sieht es nach Jahren mit der Gestaltkraft, über die ihr euch so sehr gefreut habt, jetzt aus? Oder anders formuliert, wie lange dauert es, bis etwas wirklich verankert ist in der tiefen Schicht meiner Persönlichkeit? Wie lange dauert das? Und Sie wissen es mit mir aus Ihrer Erfahrung, mit Ihrer Biografie, und ich weiß es bei mir in meiner Biografie. Das ganz viele Dinge, die waren richtig, die waren stimmig, die waren gut, aber sie waren offensichtlich nicht tief genug drin. Sie sind mit dem Lauf der Zeit sind sie verflacht, mit dem Lauf der Zeit sind sie rausgerutscht, mit dem Lauf der Zeit hat man sie nicht mehr vorgefunden. Es hat sich verschoben, das Koordinatenfeld, das von Kapitel 6 bis 12, von Fertigstellung der Mauer bis Einweihung der Mauer uns so wunderbar vor Augen gestellt wird, das hat sich in Kapitel 13 verschoben. Es hat sich verschoben. Und es ist wichtig, es ist enorm wichtig, dass wir auf der einen Seite diese Nüchternheit, diese richtig gute Nüchternheit hier im Buch der Bibel wahrnehmen, weil wir sofort alle miteinander sagen würden, ja, wir sind alle lang genug im Rennen der Nachfolge Jesu Christi, dass wir das, was hier beschrieben wird, absolut nachvollziehen können. Da, wo eine zeitliche Zäsur ist zwischen meinem Dankgottesdienst in Nehemia 12 und meinem Leben Jahre später in Nehemia 13, was für ein Unterschied, blätten Sie doch zurück. Blenden Sie doch von Hochzeiten einmal zurück und nach vorne. Sie haben doch Ihre Biografie, ich habe doch meine Biografie vor mir.
Wir sind doch nicht in dem Sinn statisch. Wir sind doch in dem Sinn nicht fertig. Wir können doch in dem Sinn nicht sagen, ab jetzt läuft das alles nach Nehemia 12 Art. Ab jetzt drehen die Dankchöre täglich ihre Kreise und ich werde nie wieder eine Anfechtung oder Schwierigkeit haben, meinen geistlichen Level zu halten. Nein, leider nicht. Große Nüchternheit ist über diesem Kapitel. Und das andere ist natürlich, selbst wenn ich jetzt die große Nüchternheit wahrnehme, dann ist doch die schlichte und einfache Frage, was mache ich denn jetzt mit dieser Nüchternheit? Lande ich jetzt aufgrund dieser Erkenntnis aus Nehemia 12, Kat, Nehemia 13, in der großen Selbstmitleidsphase, ach, was bin ich sündig und schlecht, und rutsche in diese Opferrolle rein, wo ich eigentlich die Täterrolle habe, nach dem Motto, ach ja, ja, so bin ich halt, ich armer kleiner Sünder. Oder rutsche ich in die Rebellionsphase, bringt ja alles gar nichts, kann mich nicht ändern. Oder rutsche ich da hinein, wohin Nehemia steht. Und das ist die Hoffnungsbotschaft von Nehemia 13. Man kann im Selbstmitleid, in der Melancholie und man kann in der Rebellion landen oder man kann bei Nehemia 13 landen, wo ein Mann wie Nehemia sagt, halt, stopp, so geht's nicht weiter. Das, was Sie haben in Nehemia 13, ist nicht die brutale Gerichtsbotschaft. Das, was Sie in Nehemia 13 haben, ist die Hoffnungsbotschaft für alle unter uns, die mit der Nachfolge ihre Erfahrung gemacht haben, dass der lebendige Gott uns zum 3795. Mal erlaubt, komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Du hast dich so gefreut mit mir, mein Kind, über die Mauer von Jerusalem laufen zu können. Du hast ein Halleluja über deinem geistlichen Leben gesungen. Du warst dankbar, dass du anknüpfen konntest an die Zeit eines Asaf und eines David. Und es hat dir gut getan. Es war geistlich stimmig. Und jetzt ist das Ding verrutscht. Dann mach's doch wieder rückgängig. Ach so. Das darf ich, ja, das darf ich. Ich muss doch nicht in dem Salat weitermarschieren. Ich muss es doch jetzt nicht festigen und betonieren. So, ich darf sagen, gut, mit Nehemia, ich darf zurück. Was waren denn die Problemkreise? Es werden 4 Felder beschrieben. 4 Felder. Und es steht immer ein markantes Verb darüber von unserem Nehemia. Nehemia 13,7, ich merkte es. Nehemia 13,10, ich erfuhr. Nehemia 13,15, ich sah. Und nochmal Nehemia 13,23, ich sah. Merken, erfahren, sehen, aufnehmen, wahrnehmen. 4 Felder. Das eine Feld ist, da hat tatsächlich etwas stattgefunden, wo man denkt, wie ist das gekommen? Dass dieser Tobia, dieser große Gegenspieler, von dem wir schon so viel gehört haben im Buch Nehemia, dass der sich jetzt einen Tempelbereich angemietet hat für private Zwecke. Was ist denn da abgelaufen? Und dann hat er das, was da reingehörte, das war weg. Und er hat da quasi, dass das ein Geraffel da in einer unmittelbaren Kammer im Tempelgelände für sich anmieten konnten. Der hat sich da eingenistet. Das geht nicht, das darf der nicht. Und dann in der Zeit sind natürlich auch dann die entsprechenden Überweisungen für die Gehälter der Priester und Leviten, die sind nicht mehr eingegangen, logischerweise sind die gegangen. Kein Geld mehr da, die mussten sich ja versorgen, also haben sie logischerweise ihr Köfferchen gepackt und sind wieder in ihre Heimatdörfer auf ihre Äcker und haben dann eben da versucht, eben da irgendwie zu überleben. Folge, logischerweise die Folge, das Personal war nicht mehr im Tempel. Der Gottesdienst im Tempel wurde vernachlässigt, weil das Personal nicht mehr finanziert wurde. Nehmen Sie das geht doch gar nicht. Und dann schaut es sich so an, was für ein Spektakel da am Sabbat abläuft. Wunderbar beschrieben. Traumhaft, wie da das Geld hin und her fließt, nicht wahr? Eine Freude für alle Händler. Und Nehemia sagt, das ist ein No-Go. Und dann sieht er hier diese unterschiedlichsten Ehen, die geschlossen worden sind, bis in die höchsten Leitungsebenen hinein, dass sogar ein Priester, so lesen wir hier, ein Priester tatsächlich den Horoniter Sanballat als Schwiegersohn hat. Das heißt, er hat seine Tochter, eine Tochter eines Priesters, verheiratet mit dem Gegenspieler, dem Horoniter Sanballat. Das geht gar nicht. Hier werden die Lebensbereiche ganz klar benannt. Und jetzt stehen wir davor und zeigen natürlich nicht mit dem Zeigefinger, wie sollten wir auch, wir entdecken uns ja alle selbst.
Und wenn wir das alles hier entdecken, dann merken wir, dass Nehemia 13 nicht nur einfach irgendwelchen furchtbaren Menschen damals die Leviten liest, sondern Nehemia 13 weist uns auf diese geistlichen Wahrheiten hin. Und die geistliche Wahrheit, die uns da begegnet, ist doch: ohne neue Energie kann ich meinen geistlichen Level nicht halten. Das ist so bekannt und trotzdem entdecken wir es immer wieder. Ich nehme immer das gleiche Beispiel. Ich weiß, seien Sie bitte nicht genervt, aber nehmen Sie es endlich an. Das ist wie ein Auto am Berg ohne Bremse. Wenn Sie da nicht mehr Gas geben, dann bleibt er nicht stehen. Dann rollt er irgendwann zurück. Und das wissen Sie aus Ihrem geistlichen Leben doch. Das wissen Sie doch. Mit nicht der Neuzufuhr aus der Quelle des lebendigen Gottes werden Sie und ich den geistlichen Stand nicht halten können. Der Status quo ist nicht zu halten. Es beginnt das Rückwärtsrollen und es beginnt das Rückwärtsfahren. Und das haben die hier erlebt. Das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Und das gilt für unsere geistlichen Biografien ganz genauso. Da sind die mit ihren Dankhören so preisend auf der Mauer herumgezogen und sind sich Jahre später in einem desolaten geistlichen Zustand. Haben die das aktiv gewollt? Nie und nimmer. Hat man sie da bewusst hingeführt, ab jetzt wird der Sabbat entheiligt? Heiratet mal ausländische Frauen, macht einen auf Kompromisse, was die Gehälter angeht, vermietet doch die Gebäude des Tempels. Nie war es ein aktiver Vorgang in dem Sinn, das machen wir jetzt. Es war dieses Wegschlieren, weil der geistliche Zufuhr nicht mehr in ausreichendem Maß stattgefunden hat. Das muss man sich einfach klar machen. Ohne beständige geistliche Zufuhr aus den Grundquellen des Glaubens kann ich mein Level nicht halten. Herzlich willkommen in der Realität. Und das andere, was wir hier entdecken, ist natürlich, dass hier in unserem geistlichen Leben, das wissen wir, haben wir verschiedene Problemfelder. Wir haben natürlich alle miteinander akute Problemfelder. Und so dramatisch akute Problemfelder unserer Nachfolge mit Jesus Christus sind, so handelbar sind sie. Und letztendlich, das wissen auch alle Seelsorger, lieben wir akute Problemfelder. Weil bei akuten Problemfeldern kannst du schnell und effektiv und erfolgreich was machen. Das ist immer schön, nicht wahr? Da hat sich jemand geschnitten und dann kriegt er sein Pflaster drauf und dann ist der Käse gegessen. Und dann sind alle glücklich, der Patient ist glücklich und der Arzt findet sich auch toll. So, und dann ist alles erfolgreich und erledigt. Ganz doof sind diese chronischen Sachen, wissen Sie? Wo man genau weiß, das geht jetzt für immer. Das lieben wir nicht. Wir wollen das gerne abschütteln und loswerden in unserem geistlichen Leben, diese chronischen Themen. Und das sind genau die. Wir merken, hier sind chronische Themen dran. Das mit diesen ausländischen Frauen kommt nicht zum ersten Mal. Das kommt jetzt zum vierten Mal im Buch Nehemia. Das heißt, das zieht sich die ganze Zeit durch. Und das ist ja nicht ein nachexilisches Problem. Das war schon ein vorexilisches Problem. Das heißt, es ist andauernd da, dass das erste Gebot mit Füßen getreten wird. Da kann ich nicht einmal sagen, ab jetzt mache ich ein auf erstes Gebot. Das ist ein chronisches Problem, das ich immer wieder im Blick behalten muss. Und viele von uns wissen das und wollen gerne ihre chronischen Probleme loswerden. Und denen muss mit Nehemia 13 gesagt werden, an sich loswerden kann ich sie nicht. Ich muss mit ihnen umgehen lernen. Dass ich tatsächlich einen geistlichen Standard mir aneigne und mit einem chronischen Problem tatsächlich immer und immer wieder mit meinem Gott im Gespräch zu bleiben, damit es mich nicht überrennt und wieder überwuchert und wieder dominant wird und majorisiert wird. Wir haben das immer wieder als Bild, jetzt inzwischen diesem Sommer wirkt es oder Spätsommer wirkt es fast befremdlich, aber dieses Bild, wenn ich in meinem Haus ganz nah an einem Fluss gebaut habe oder ganz nah am Grundwasser bin, so nah, dass dann der Wasserpegel immer wieder in mir in den Keller reindrückt, dann kann ich nicht einmal sagen, jetzt mache ich einmal ganz kurz da die Pumpe an, sondern man weiß, ich muss beständig fortan, weil ich immer an diesem Fluss stehe, muss ich die Pumpen laufen lassen. Und bei manchen chronischen Themen unseres Lebens brauchen wir eine beständige Pumpe, damit der Level nicht steigt. Das ist die zweite Erkenntnis. Die nächste Erkenntnis ist natürlich, dass es hier jahrzehntelange Verflechtungen gibt, die einfach Schrott sind.
Das ist einfach, das geht einfach nicht, dass hier Personen wie dieser Tobia innerhalb des Tempelareals sich die Wohnungen anmieten. Und dann merkt man, das ist so über so viele Jahre auch mit dem Sanballat verflochten. Und das ist das so ein Gespinst geworden, dass man gar nicht mehr durchkommt. Sie kennen alle mit mir, das ist das, was der Hebräerbrief im 12. Kapitel uns deutlich macht. Da spricht er von der uns leicht umstrickenden Sünde. Und die leicht uns umstrickende Sünde ist ja genau das Gemeine. Das ist so ein Bindfadenzeug. Und der eine Bindfaden an sich ist erstens nicht sichtbar und zweitens zu durchreißen. Richtig? Das ist gar nicht das Problem. Aber wenn Sie jetzt mal den dritten, vierten, zehnten, fünften, zwanzigsten Bindfaden haben, dann wird es erstens sichtbar und zweitens kriegen Sie das nicht mehr los. Das heißt, das Einzelne ist gar nicht schwierig. Und dann kommt das und der Kompromiss und die Entscheidung und das und jenes. Und dann der Sanballat und Tobia und wird schon nicht so schlimm werden. Und die Sabbatunterbrechung und die Hochzeit. Und irgendwann merke ich, ich habe immer mehr Fäden. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Und das muss man sehen. Merken Sie es. Und nochmal, bitte, hoffentlich haben wir die richtige Spur. Nicht im Sinn von, oh, du Vorsicht, sondern im Sinn von Augen auf. Du bist doch im Dankchor über die Mauer gelaufen. Willst du nicht wieder im Dankchor über die Mauer laufen? Natürlich will ich das, mein Herr. Aber inzwischen bin ich so gefesselt. Ich kann gar nicht mehr. Und die chronischen Themen haben mich so dermaßen überrannt. Ich bin inzwischen weit weg. Und ich habe nicht genug Gas gegeben. Ich fahre inzwischen rückwärts. Ja gut, dann schaut doch mal die Worte an, die Nehemia sagt. Er sagt ja, ich merkte, ich erfuhr, ich sah, ich sah. Ich merkte, ich erfuhr, ich sah, ich sah. Und dann, ich weiß nicht, wie die Sprache bei Ihnen ankommt, haben Sie auch ein bisschen gedacht, bisschen ruppig? Ja, natürlich ist das ruppig, wenn das Geraffel von Tobia da aus der Kammer rausfliegt. Da ist der ganze Mieterschutz im Eimer, nicht wahr? Wenn das da plötzlich das Zeug da vor der Tür liegt. Natürlich ist das ruppig, wenn er ihnen sagt, hey, die Kontoüberweisung von dir stimme nicht. Und unsere Leviten und Priester sind abgewandert, weil ihr nicht rechtzeitig da die Gehälter überwiesen habt. Natürlich ist das ruppig. Natürlich ist das ruppig, wenn die Türer, die Händler, die ja gar nichts dafür konnten, da vor der Tür am Sabbat da zwei, dreimal vom Statthalter eine Verwarnung bekommen haben. Natürlich ist das ruppig. Und es ist auch ruppig, wenn Nehemia reingeht und irgendein anderer Ratsmitglied an den Haaren rauft. Ja, das ist ruppig. Ja, 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 ja. Aber ob Sie das jetzt eins zu eins meinen, übertragen zu müssen oder nicht, dass Sie verstehen, das ganze Ding kriegt, merken Sie es, das wird angepackt. Und das hat was Befreiendes. Das ist doch, was da durchgeht. Oh, nehmen wir ja, ist gut. Das ist gut. Da kommt nicht einer mit einem kleinen, zarten, samten Staubtuch und möchte mal ein kleines Flöckchen wegwischen. Da kommt einer mit einem groben Besen und kehrt da mal aus. Und wir spüren, ja, es ist gut. Ja, es ist gut. Ja, es ist gut, wenn das Karaffel aus der Kammer rausfliegt. Ja, es ist gut, wenn die Überweisungen wieder eingesetzt werden. Ja, es ist gut, wenn am Sabbat die Tore zu sind. Ja, es ist gut, wenn diese Frage der ausländischen Frauen hier mit dem ersten Gebot geklärt sind. Das ist es doch. Es geht ein Wind durch. Das darf ich. Ich darf das. Und Sie spüren mit mir, ich hoffe, dass Sie das geistig spüren, mit jeder einzelnen Tat, mit der Kammer und den Überweisungen und dem Sabbat und dem Thema dieser ausländischen Frauen, richtet sich der geistliche Mensch wieder auf und darf wieder auf die Mauer gehen. Merken Sie es? Da, wo ich hingehöre, da gehöre ich doch hin. Ich darf auf die Mauer gehen. Und jetzt haben wir heute Abend dieses unglaubliche Vorrecht, Abendmahl zu feiern. In die Gemeinschaft unseres Gottes zu treten, der in Jesus Christus für uns gestorben ist, der alles für uns getan hat, alles abseits, der uns gereinigt, geheiligt hat, der uns liebt und der uns kennt und der nicht uns eins reindrücken will. Wie sollte er denn? Nein! Aber der vielleicht dasteht und sagt, willst du mit mir wieder auf der Mauer deine Runde ziehen und deinen Dankchor singen, weil die Gestaltkraft des Glaubens sichtbar geworden ist in deinem Leben? Dann komm, wir kehren raus. Wir machen das mit Überweisung wieder klar. Wir
halten am Sabbat die Tür zu. Wir nehmen das erste Gebot ernst. Und du, mein Kind, du darfst raus aus dem Abrutschen, raus aus dem Sumpf, raus aus diesem Dickicht, raus und wir ganz neu dich dahin stellen, wo du eigentlich hingehörst. Auf die Mauer, anbetend und lobpreisend, Gott dankend für die Gestaltwerdung des Glaubens in deinem Leben. Was für ein Vorrecht. Und ich sag's Ihnen gleich, das wird nicht das letzte Mal sein. Aber es darf sein. Und so darf ich zu meinem Gott. Dann schließen wir damit, dass wir uns das eigenartige, wiederholende Reden des Nehemia noch kurz zu Gemüte führen. Denn das hat, je nachdem, wie man das aufnimmt, immer wieder auch zu Irritationen bei protestantischen Gemütern geführt. Denn es heißt hier ja in einer wiederholenden Redeweise, gedenke, mein Gott, was ich getan habe. Und die werden ganz nervös und sehen schon hier einen Nehemia, der quasi vor dem lebendigen Gott mit dem Verdienstgedanken sich so versucht, den Himmel zu erarbeiten. Nein, nein. Wenn das sprachlich bei Ihnen so ankommt, dann sind Sie nicht in der biblischen Spur. Das biblische Gedenken ist, wenn Gott gedenkt, dann bin ich bei ihm präsent. Dann bin ich bei ihm präsent. Wenn Gott gedenkt, dann geschieht etwas in meinem Leben. Wenn der Schächer in Lukas 23 sagt, gedenke meiner, dann meint er nicht, erinnere dich an mich, im Sinn von, vergiss mein nicht, sondern handle zu meinen Gunsten. Handle zu meinen Gunsten. Warum? Weil Nehemia hier sagt, ich bin dir, dem lebendigen Gott, unmittelbar untertan. Unmittelbar untertan. Das, was hier Nehemia macht, ist der klassische Rechenschaftsbericht. Ist der klassische Rechenschaftsbericht. Der Rechenschaftsbericht liegt nicht den Ratsherren in Jerusalem vor. Der Rechenschaftsbericht liegt auch nicht dem Großkönig in der persischen Machtzentrale vor. Diese beiden Rechenschaftsebenen sind für Nehemia bekannt und er nimmt sie ernst. Aber die bereiten ihm keine besonderen Schwierigkeiten. Innerweltliche Rechenschaftsberichte sind das geringste Problem. Aber er gibt einen Rechenschaftsbericht ab vor Gott. Er sagt, ich bin dir untertan. Ich bin dir unmittelbar untertan. Und das, was ich getan habe, habe ich in Wissen um dich, im Aufblick auf dich, in der Hoffnung auf dich, im Gehorsam zu dir getan. Das ist eine ganz besondere Qualität, in der wir leben dürfen. Diese Qualität, in der unmittelbaren Abhängigkeit zu sein vom lebendigen Gott. 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Dass ihr mich einmal beurteilt, sagt der Apostel Paulus, der verrückt gewordenen korinthischen Gemeinde, das macht mir keine Sorgen. Ich bin einem ganz anderen Rechenschaft schuldig. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern ganz positiv gemeint. Ich darf unmittelbar unter Gott leben. Gedenke meiner. Nimm mich in diese Präsenzraum hinein mit dir, mein Gott. Der unter Gott Lebende, der den lebendigen Gott um das Gedenken, um die offenen Augen, um die Präsenz bittet, der ist menschenunabhängig. Der kann mit dem Tobiai umgehen. Der kann den Sanballat, den Horoniter vom Acker jagen. Der kann den Türen sagen, das ist ein No-Go. Der kann die Ratsherren anweisen, diese Überweisung zu tätigen. Er ist nicht von Menschen gefangen. Dieser unter Gott Lebende, der ist deswegen auch nicht angstbesetzt. Dieser unter Gott Lebende, der lenkt in dem, was er tut, sein Handeln auf das Wesentliche und eröffnet damit den entscheidenden Horizont. Gedenke meiner, das ist das allerwichtigste Ihres und meines Lebens. Unter den offenen Augen und der offenen Handlung des lebendigen Gottes leben zu dürfen. Der Nehemia hat nichts zu verstecken. Gedenke meiner, schau rein, mein Gott, schau rein. Und jetzt dürfen Sie und ich heute Abend in die Gegenwart von Jesus treten. Und Sie sagen ihm, gedenke meiner, schau ruhig rein. Ja, bin ich, mein Gott, schau rein. Nein, nicht, weil wir perfekt sind.
Schau rein, weil ich bei dir bin, Herr Jesus, und weil ich zu dir gehöre und weil du mein Herr und mein Gott bist und weil ich allein dir abhängig sein will und von dir gelenkt und von dir geleitet sein will. Und jetzt gedenke mal, lass mich in dem Präsenzraum von dir heute und morgen und übermorgen unterwegs sein. Was haben wir es gut? Und dann gehen wir wieder auf die Mauer, komm. Dann gehen wir wieder auf die Mauer. Die Gestaltungskraft des Glaubens hat uns wieder. Der lebendige Gott hatte mit uns es gut gemeint. Er hat uns aus der Verschiebung herausgeholt. Wir durften wieder hochklettern und singen unser Lob und unser Danklied. Er hat uns gereinigt, geheiligt, wiederhergestellt. Mit seinen offenen Augen leben wir mit ihm. Großer Gott, wir loben dich. Deswegen singen wir das gleich. Dann gehen sie, ich weiß, ein bisschen prosaisch, gedanklich, ihre Jerusalemer Mauerrunde durch. Wir beten. Herr Jesus Christus, du weißt, wie gut uns das tut in unserer Biografie. Wenn uns das geschenkt worden ist durch deine Güte und Gnade, dass an der einen und anderen Stelle der Glaube Gestalt gewonnen hat. Wenn man wieder über Tore gehen kann, die es vorher nicht gab. Wenn man Mauerabschnitte begehen kann, die zerstört waren. Und wir danken dir für diese Gestaltkraft des Glaubens, die bei vielen von uns in den vielen Jahren und Jahrzehnten der Nachfolge du ihnen, du uns geschenkt hast. Danke dafür. Danke. Danke auch aber, dass du weißt, wo wir weggerutscht sind, wo wir durch die Erosion der Zeit nicht mehr da sind, wo wir eigentlich hingehören, wo wir schon lange nicht mehr lobpreisend auf der Mauer rumlaufen, sondern Kammern vermieten und Überweisungen tätigen und Sanballat bei uns sein Unwesen treiben darf und am Schabbat Dinge laufen, die nicht gut sind. Und jetzt danken wir dir, dass du uns einlädst, einfach ruppig, klar, erkennbar, einfach zurückzukommen zu dir, zu sagen, ja, das ist nicht gut, das soll nicht sein, das will ich nicht. Und dann bist du mit Vergebung, mit Liebe, mit Neuannahme, bist du da und bist du bereit. Und wir dürfen mit deinen offenen Augen sagen, gedenke meiner, schau hin, mein Gott. In deiner unmittelbaren Gegenwart und Präsenz leben. Danke dafür. Danke, dass du uns diese Geschenke der Rechtfertigung, dass du uns diese Geschenke der Vergebung, dass du uns diese Geschenke der Gemeinschaft auch nicht nur durch deine Worte, sondern durch die Tat in der Mahlfeier vor unseren inneren geistlichen Menschen stellen möchtest. Danke dafür. Und wir wollen dich dafür loben und dir die Ehre geben. Von Herzen auf unserer Mauer entlang gehen und dir zusingen, großer Gott, wir loben dich. Amen. Sie finden das Lied unter der Nummer 5. Oh.
Ich möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen und wer kann, darf sich dazu erheben. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, ihr wird's auch tun. Amen. Herzliche Einladung zur Mahlfeier.